Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 30 und wir werden uns heute mit dem Banachschen Fixpunktsatz beschäftigen. Ja, Sie haben in der linearen Algebra sicherlich Verfahren kennengelernt, um lineare Gleichungssysteme zu lösen. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ist ein nichtlineares Problem. Zunächst mal nur eine nichtlineare Gleichung. Und zwar schauen wir uns die Funktion g an. Das ist eine Funktion von r nach r. Und die ist hierdurch definiert. Und wir wollen uns die Frage stellen, hat diese Funktion eine Nullstelle und wie können wir sie berechnen? Sie sehen hier den Funktionsgraphen in grün eingezeichnet, dieser Funktion. Und da sieht man einen Durchgang durch die x-Achse und dort wird eben dann auch eine Nullstelle liegen. Nun, die Existenz einer Nullstelle ist in der Tat nicht schwierig nachzuweisen in diesem Beispiel. Denn im Punkt 0 hat diese Funktion den Wert 1. Und im Punkt Pi halbe, dort wo der Kosinus eine Nullstelle hat, ist diese Funktion eben minus Pi halbe. Und da die Funktion stetig ist, folgt nun mit dem Zwischenwertsatz, dass tatsächlich eine Nullstelle in diesem Intervall 0 Pi halbe existiert. Wie kann man aber nun diese Nullstelle berechnen? Wir werden hierzu im Folgenden die sogenannte Fixpunkt-Iteration einführen und danach den Banachschen Fixpunktsatz formulieren und beweisen. Und aus diesem wird dann zum einen ein alternatives Argument gegeben, welches die Existenz einer Nullstelle in diesem Beispiel garantiert und zum anderen aber auch die Konvergenz eines algorithmischen Verfahrens, um diese Nullstelle zu berechnen. So, die Idee ist zunächst einmal, dieses Problem, dieses Nullstellenproblem in ein Fixpunktproblem umzuschreiben. Und dazu führen wir diese Funktion f ein, die ist auf dem Intervall 0 Pi halbe definiert und die ist einfach durch Cosinus x gegeben. Und weil der Cosinus auf diesem Intervall die Werte zwischen 0 und 1 einnimmt, ist es tatsächlich eine Funktion, deren Definitionsbereich durch 0 Pi halbe gegeben ist und das Bild dieser Funktion liegt auch in 0 Pi halbe. Das heißt, es ist eine Abbildung, die diese Menge auf sich abbildet. Nicht subjektiv, aber zumindest ist es so wohl definiert. Und nun stellt man einfach fest, wenn f von x gleich x ist, also Cosinus von x ist gleich x, genau dann ist g von x gleich 0. Das heißt, wir haben jetzt unser Nullstellenproblem in ein Fixpunktproblem umgeschrieben. Ja, was wir jetzt machen, ist iterativ eine Folge definieren. Dazu wählen wir uns einen beliebigen Startpunkt x0 aus dem Definitionsbereich heraus und wir wenden dann f an und das liefert uns das nächste Folgenglied und so gehen wir iterativ dann weiter vor. Ja, ich versuche das, diese Iteration an diesem Diagramm hier mal einzuzeichnen und zu visualisieren. Hier sehen Sie in grün den Funktionsgraphen von f, also vom Cosinus, und das orangene hier ist die winkelhalbierende, also der Funktionsgraph der Abbildung x zugeordnet x. Wir fangen mal einfach an mit unserem x0, das habe ich hier jetzt als 0,2 gewählt. Dann müssen wir schauen, welchen Funktionswert dort unsere Funktion f hat. Wir kommen hier oben an und dieser Wert hier wird uns den neuen Wert für x1 liefern. Hier können wir das geometrisch so machen, indem wir einfach mal zur Winkelhalbierende wandern und dann wieder hinuntergehen auf die x-Achse und dann können wir hier uns den Punkt x1 einschreiben. Ja, und hier sieht man auch schon den neuen Funktionswert, f an der Stelle x1. Dann können wir wieder zur Winkelhalbierende wandern. Das kann man ein bisschen schöner einzeichnen. Dann erhalten wir an dieser Stelle den Funktionswert x2. Gehe also hier runter. Und damit es ein bisschen übersichtlicher wird, lösche ich jetzt mal noch diese Gerade von gerade eben. Verstehen, was gemeint ist. Hier schauen wir uns den neuen Funktionswert an von f. Wir kommen hier hin und so können wir das Spiel also fortsetzen. Haben hier also den Wert von x3.
schauen uns den Funktionswert an und so können wir weiter iterieren. Und wir sehen dann schon, dass dieses Verfahren zu diesem Punkt konvergiert, den ich jetzt hier mal in blau einzeichne. Das ist der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden mit dem Funktionsgraphen. Und in diesem Schnittpunkt gilt eben f von x gleich x. Das heißt, das ist ein Fixpunkt dieser Funktion. Und wir sehen also, dass anscheinend, wenn man jetzt einfach dem Bild glaubt, dieses Verfahren konvergiert. Das ist die Beobachtung, die wir machen. Haben wir natürlich jetzt noch nicht bewiesen, das folgt gleich. Aber wenn wir jetzt annehmen, dass diese Konvergenz tatsächlich gilt, dass also xk gegen ein y konvergiert, hier wäre dieser blaue Punkt das y, dann können wir schon Folgendes folgern, denn dann ist ja y der Grenzwert der xks. Xk war aber der Funktionswert von xk minus 1 unter f. Jetzt ist aber f stetig, das heißt, wir können den Grenzwert reinziehen und erhalten dann, dass das gleiche ist wie f von y. Und so haben wir nachgewiesen tatsächlich, dass y gleich f von y ist. Also sobald die Fixpunktiteration konvergiert, wissen wir, da f stetig ist, dass der Grenzwert tatsächlich ein Fixpunkt ist. Ja, die Konvergenz dieser Iteration folgt aus einem allgemeinen Satz, der hier formuliert ist, und das ist der Banachsche Fixpunktsatz. Der Banachsche Fixpunktsatz ist für metrische Räume formuliert. Und zwar braucht man einen vollständigen metrischen nicht-leeren Raum. Das heißt, in den meisten Anwendungen wird dieser metrische Raum wird einfach eine Teilmenge sein eines Banach-Raumes. Zum Beispiel könnte man eine abgeschlossene Teilmenge des RD nehmen, den man mit einer Norm ausstattet. Und die Metrik, die dann gemeint ist, ist immer die von der Norm induzierte Metrik. Okay, schauen wir uns den Satz genau an. Sei also M ein vollständiger metrischer nicht leerer Raum. Die Metrik ist mit D bezeichnet. Und eine Funktion f sei gegeben, die von M nach M abbildet. Und das ist eine strikte Kontraktion. Das heißt, das ist eine strikte Kontraktion, ist eine Lipschitz-Funktion mit Lipschitz-Konstante echt kleiner 1. Das sehen Sie hier nochmal. Es existiert also in L kleiner 1, sodass dieses hier gilt für beliebige Punkte xy aus M. Und die Aussage ist folgende. Falls wir also in dieser Situation sind, dann besitzt diese Funktion f genau einen Fixpunkt. Da stecken zwei Aussagen drin. Die erste Aussage ist, es existiert ein Fixpunkt und die zweite ist genau ein. Das heißt, dieser Fixpunkt ist eindeutig. Ja, wir möchten das kurz beweisen. Der Beweis ist nicht schwierig. Wir beginnen damit, zunächst mal die Fixpunktiteration nochmal einzuführen. Das heißt, was machen wir? Wir wählen uns einen Punkt x0 in unserem metrischen Raum M und definieren dann iterativ eine Folge, nämlich die Fixpunktfolge. Und wie machen wir das? Ja, für xk mit k größer als 0 setzen wir den Wert f von xk minus 1 fest und das machen wir für k gleich 1, 2, 3 und so weiter. Und auf diese Art und Weise erhalten wir jetzt eine Folge in M, in unserem metrischen Raum. Und wir möchten letztlich nachweisen, dass diese Folge eine Cauchy-Folge ist und damit konvergent ist, denn der metrische Raum ist ja vollständig. Und um das nachzuweisen, schätzen wir zunächst mal den Abstand zweier hintereinander folgender Folgenglieder ab. Also der Abstand von xk plus 1 nach xk. Nach Definition ist es ja nichts anderes als f von xk Abstand zu f von xk minus 1. Wir können jetzt verwenden, dass das f eine Kontraktion ist mit Kontraktionskonstante L. Das heißt, dieser Abstand wird abgeschätzt durch L mal der Abstand der Argumente der Funktion. Und jetzt kann man das natürlich iterieren. Das ist ja genau das Gleiche hier auf der rechten Seite wie das, was man auf der linken Seite sieht. Nur der Index
ist um 1 geringer geworden und wir können das insgesamt k mal iterieren und bei jeder Iteration erhalten wir einen Faktor L. Das heißt, insgesamt steht dann L hoch k da und dann x1, x0. Wir gewinnen bei jeder Iteration, denn L ist eine Konstante, die kleiner als 1 ist. Okay, das möchten wir jetzt nutzen, um nachzuweisen, dass xk eine Cauchy-Folge ist. Und dazu schauen wir uns jetzt Indizes mn an und wir nehmen einfach mal an, dass m größer gleich n ist. Und wir möchten den Abstand von xm zu xn abschätzen. Und wir tun das mit Hilfe einer Dreiecksungleichung und erhalten dann, dass dieses hier abgeschätzt ist nach oben durch die Summe von n nach m minus 1, Abstand von xk plus 1 nach xk. Ja, man kann sich das bildhaft so vorstellen, hier ist also der Punkt xn, hier ist der Punkt xm und dazwischen in dem metrischen Raum gibt es halt den Punkt xn plus 1, xn plus 2 und so weiter bis xm minus 1. Und anstatt den direkten Weg zu gehen, gehen wir jetzt halt diesen Umweg über diese Zwischenpunkte und mit der Dreiecksungleichung vergrößert sich dann der Abstand natürlich. So, das ist also hier passiert. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir unsere Abschätzung aus dem ersten Schritt anwenden können. Ja, müssen wir eigentlich nur einsetzen, dann steht hier, das ist kleiner gleich die Summe k gleich n bis m minus 1 l hoch k und dann kommt der Abstand von x1 zu x0, der hängt nicht, von, nicht mehr von k ab, deshalb schreibe ich den mal schon außerhalb dieser Summe. Und dann sind wir an dieser Stelle hier. Ja, wenn wir uns jetzt diesen Faktor hier mal ansehen, dann können wir hier zunächst einmal an L hoch N ausklammern. Dann steht hier L hoch K minus N und wir können den Index verschieben und wir können den einfach von 0 anfangen lassen. Dann würde hier wieder ein L hoch K tatsächlich stehen. Und wir machen die Summe einfach größer, indem wir noch unendlich viele Terme dazu addieren und zwar summieren wir einfach k von 0 bis unendlich. Also, wir haben den Term jetzt nach oben durch diesen hier abgeschätzt und was wir hier entdecken, ist eben die geometrische Reihe, die uns den Wert 1 über 1 minus l liefert. Und das heißt, das, was hier steht auf der rechten Seite, ist also dann l hoch n über 1 minus l. Und das heißt, insgesamt haben wir also diese rechte Seite durch diesen Faktor mal den Abstand von x1 minus x0 abgeschätzt. Und wir sehen nun, dass die rechte Seite gegen 0 geht, für, also im Fall, dass die beiden Indizes m und n gegen unendlich gehen. Insbesondere ist es eben so, für jedes Epsilon finden wir eben ein n, sodass alle Indizes, die größer sind als n, die Eigenschaft haben, dass die zugehörigen Folgenglieder einen Abstand haben, der kleiner ist als das Epsilon. Mit anderen Worten, wir haben nachgewiesen, dass eben diese Folge hier eine Cauchy-Folge ist. Gut, unsere iterativ definierte Folge ist also eine Cauchy-Folge. Unsere Fixpunktfolge ist eine Cauchy-Folge. Und da jetzt nun unser Raum vollständig ist, wissen wir, dass diese Fixpunkt-Iterationsfolge eben konvergiert. Also m vollständig impliziert nun, dass der Grenzwert für k gegen unendlich von xk existiert und wir geben diesen einen Namen, wir nennen den Grenzwert jetzt einfach mal x. Und das ist eben ein Punkt in M. Und jetzt können wir wie zuvor argumentieren. Wir möchten argumentieren, dass x ein Fixpunkt ist, deshalb schauen wir uns den Abstand an von fx zu x. Und wir werden gleich sehen, dass der Abstand 0 ist und dann haben wir nachgewiesen, dass x ein Fixpunkt ist. Aufgrund der Stetigkeit der Metrik
wissen wir, dass das, was hier auf der linken Seite steht, das gleiche ist wie das, was hier auf der rechten Seite steht. Was haben wir benutzt? Wir haben hier benutzt, dass f stetig ist. Das sagt uns, dass diese Folge hier gegen f von x konvergiert. Und wir haben benutzt, dass die Metrik selber stetig ist bezüglich der Produktmetrik. Und jetzt können wir die Definition verwenden unserer Folge und sehen, dass das ja das gleiche ist wie der Abstand von xk plus 1 nach xk. Und hier wissen wir, dass, da wir es mit einer Cauchy-Folge zu tun haben, dass dieser Abstand gegen 0 geht. Das heißt, hier auf der rechten Seite kommt einfach 0 heraus. Und wir haben damit gezeigt, dass f von x gleich x ist. Und damit ist x ein Fixpunkt. Und der Satz ist bewiesen. Ja, wir möchten mit diesem Fixpunkt, Banachschen Fixpunktsatz, jetzt zurück auf unser Beispiel gehen vom Anfang. Dazu wählen wir als metrischen Raum jetzt das abgeschlossene Intervall 0,1. Als Metrik einfach die Abstandsmetrik. Die Funktion, die uns interessiert, geht also jetzt von m nach m und bildet x auf Cosinus x ab. Man muss natürlich jetzt nochmal überprüfen, ist das Bild des Einheitsintervalls 0,1 unterm Cosinus tatsächlich wieder in 0,1 enthalten, aber das ist eben der Fall. Und jetzt müssen wir noch nachweisen, dass diese Abbildung hier auch eine Kontraktion ist. Und das machen wir, indem wir den Mittelwertsatz verwenden. Das sieht man so, wenn wir zwei Punkte xy nehmen und diesen Differenzenquotienten uns ansehen, dann sagt uns der Mittelwertsatz, dass eine Zwischenstelle xi existiert, die zunächst mal zwischen x und y liegt. Aber wenn x und y in m liegen, halt, dann liegt auch die Zwischenstelle in unserer Menge m drin, sodass dieser Differenzenquotient gerade die Ableitung von Cosinus an der Zwischenstelle ist und die Ableitung von Cosinus ist der Minus Sinus. Und so kriegen wir eben diese Identität. Wir können das jetzt umstellen, indem wir den Nenner auf die rechte Seite bringen und Beträge nehmen und so erhalten wir dann diese Identität, die Sie hier sehen. So, und jetzt ist es so, dass eben dieses Xi liegt in m und damit im Intervall 0,1. Und wenn wir uns den Sinus ansehen auf dem Intervall, dann ist ja der Sinus auf diesem Intervall, das sieht ungefähr so aus. Also das ist erstmal der Sinus und dieser Punkt hier ist die halbe. Die 1 liegt ungefähr hier, das heißt, wir interessieren uns für dieses Intervall hier. Und man sieht, dass der Sinus eben, und das wissen wir, haben ja schon bewiesen, dass der Sinus auf dem Intervall 0,1 insbesondere monoton wachsend ist. Und das bedeutet, dass wir eine Abschätzung nach oben kriegen, indem wir hier diesen Term durch Sinus 1 ersetzen. Und Sinus 1 ist aber echt kleiner als 1. Und damit haben wir gezeigt, da ja x, y nicht beliebig waren bei dieser Rechnung, dass der Cosinus eine Kontraktion ist auf dem Intervall 0,1. Und dann können wir einen Banachschen Fixpunktsatz anwenden und der sagt uns dann, dass der Fixpunkt existiert und dass das iterative Verfahren, die Fixpunktiteration, gegen diesen konvergiert. Ja, nicht jede Funktion ist eine strikte Kontraktion. Als Beispiel können wir uns für die gleiche Menge m den Sinus mal angucken. Und dann stellt man schnell fest, der Sinus ist eben keine strikte Kontraktion. Denn wenn er eine strikte Kontraktion wäre, dann könnte man den Zähler hier für beliebige h im Intervall 0,1 durch den Nenner abschätzen, multipliziert mit einer Konstanten, die echt kleiner als 1 ist und nicht von h abhängt. Jetzt stellt man aber fest, wenn man hier h gegen 0 schickt, dann entdeckt man, dass hier ja ein Differenzenquotient steht, der gegen die Ableitung vom Sinus an der Stelle 0 konvergiert. Und wir sehen, dass der Grenzwert eben hier gerade 1 ist. Das heißt, es kann keine Lipschitz-Konstante, die echt kleiner ist als 1, existieren, sodass der Sinus in der Umgebung
der 0 diese Lipschitz-Konstante besitzt. Und damit folgt, dass der Sinus eben keine strikte Kontraktion ist auf dem Intervall 0,1. Das heißt, wenn wir jetzt einen Fixpunkt finden möchten vom Sinus auf diesem Intervall, können wir nicht den Banachschen Fixpunktsatz verwenden. Er hat natürlich trotzdem einen Fixpunkt auf diesem Intervall, nämlich x gleich 0 wäre ja so ein Fixpunkt. Ja, als nächstes Beispiel schauen wir uns ein lineares Problem an. Dazu setzen wir den metrischen Raum als R hoch d fest und wir verwenden den euklidischen Abstand oder die Metrik, die durch die euklidische Norm eben erzeugt wird. Als Funktion schauen wir uns diese Abbildung hier an. Das ist eine Abbildung von Rd nach Rd. Hier ist A eine Matrix, eine D-Kreuz-D-Matrix. Und dieses Omega ist ein Parameter ungleich 0, wie man sehen wird, geeignet wählen wird. Und C ist ein Vektor im Rd. Und dann stellt man fest, wenn wir einen Fixpunkt haben, meinetwegen x sei ein Fixpunkt von f, das heißt, wenn f von x gleich x gilt und damit x gleich x plus Omega ax minus c, dann sieht man schon, weil x auf beiden Seiten steht und Omega von 0 verschieden ist, dass ein Punkt x genau ein Fixpunkt von f ist, wenn x die Gleichung löst ax gleich c. Das hier ist eine lineare Gleichung. Okay, also das Fixpunktproblem für f ist äquivalent dazu, dass man dieses lineare Gleichungssystem löst. Weiter stellt man fest, dass diese Funktion f eine Lipschitz-Funktion ist und die Lipschitz-Konstante ist durch diesen Ausdruck hier gegeben, das ist die Operatornorm von f, wenn wir f als Abbildung von rd nach rd betrachten, wobei wir den rd mit der euklidischen Norm ausgestattet haben. Und die Operatornorm kann in dem Fall eben als Matrixnorm dieser Matrix hier gesehen werden und die ist hier definiert. Und das ist die sogenannte natürliche Matrixnorm, weil sie eben durch die euklidische Norm induziert wird. Okay, das heißt, wir können uns einfach jetzt die Matrixnorm, die natürliche Matrixnorm von dieser Matrix hier ansehen. Hier ist I die Identität und dann steht hier plus Omega mal A. Und wenn wir ein Omega finden können, sodass diese Matrixnorm echt kleiner 1 ist, dann ist F eben eine strikte Kontraktion und wir können eine Lösung für dieses Gleichungssystem finden, indem wir eine Fixpunktiteration durchführen. Und das ist ganz interessant, denn bei dieser Fixpunktiteration, die hier jetzt nochmal explizit für dieses F ausgeschrieben ist, müssen wir die Matrix A niemals umkehren. Ne? Wir müssen niemals A invers bilden, sondern wir müssen nur A angewendet auf einen Vektor ausrechnen können, was für große Systeme eben viel billiger sein kann, als jetzt die Matrix A zu invertieren. Das ist also interessant. Halt mal fest, wenn wir in dieser Situation sind, dann haben wir hier ein Verfahren, das eine Lösung für ein lineares Gleichungssystem ausrechnet, ohne die Matrix zu invertieren. Und das kann interessant sein von der Algorithmik her und von der Numerik her für sehr große Systeme. So, bei dieser Bedingung kommt eben die natürliche Matrixnorm vor. Und man zeigt in der linearen Algebra, dass das Quadrat dieser Matrixnorm gerade der maximale Singulärwert ist von der Matrix F. Der maximale Singulärwert ist einfach der Eigenwert der Matrix F transponiert F. Und dieses F transponiert F ist eine positiv semidefinierte symmetrische Matrix und für die hat man eben eine Spektralzerlegung, eine Eigenwertzerlegung und kann auch unter anderem den maximalen Eigenwert berechnen und das ist dann eben der Singulärwert der Matrix. Ja, wir machen dieses Beispiel mal konkreter. Wenn etwa A eine Diagonalmatrix ist mit Einträgen A1 bis AN
Und wenn diese ganzen Einträge echt positiv sind, dann können wir immer ein kleines Omega finden, sodass diese Matrix hier, die ja dann auch eine Diagonalmatrix ist, und zwar hat die dann die Gestalt 1 plus Omega A1 ist 1 plus Omega AN. Ja, sodass diese Matrix hier eine natürliche Matrixnorm hat, die echt kleiner als 1 ist. Dazu muss man einfach nur Omega mit einem negativen Vorzeichen wählen, sodass man was abzieht. Und man darf nicht zu viel abziehen. Man wählt einfach als Omega beispielsweise minus das Maximum dieser Einträge A1 bis AN halbe. Das wäre eine mögliche Wahl und dann kriegt man eben hier diese diese Abschätzung und dann konvergiert eben diese Fixpunkt-Iteration. Genauso kann man vorgehen, wenn alle Einträge von A echt negativ sind, dann wählt man eben ein positives, geeignetes Omega und erhält dann diese Abschätzung. Wenn man gemischte Einträge hat mit positiven und negativen Diagonaleinträgen, dann gilt im Allgemeinen für alle Omega ungleich 0 diese Abschätzung. Und dann funktioniert das mit der Fixpunkt-Iteration erstmal nicht. Man kann das jetzt noch ein bisschen allgemeiner sich ansehen. Wenn A eine symmetrische Matrix ist, dann zeigt man ja in der linearen Algebra, dass man diese Matrix diagonalisieren kann. Das heißt, es gibt eine orthogonale Matrix Q und eine Diagonalmatrix D, sodass man A auf diese Art und Weise faktorisieren kann. So, und wenn wir jetzt die Matrixnorm hier mal angucken und diese Faktorisierung verwenden, hierzu ist zu sagen, dass wir an dieser Stelle benutzt haben, dass wir die Identität schreiben können als Q transponiert Q, wenn Q eben eine orthogonale Matrix ist. Und dann können wir bei diesem Gesamtausdruck dieses Q nach links und nach rechts eben ausklammern. Das ist hier passiert. Und nun benutzen wir diese spezielle Eigenschaft, dass wir es hier mit der natürlichen Matrixnorm zu tun haben. Also jene Matrixnorm, die man erhält, wenn man die linearen Abbildungen auf RD ausgestattet mit der euklidischen Norm betrachtet. Und die euklidische Norm war eben invariant unter orthogonalen Transformationen. Und dann kann man sich sehr schnell klar machen, dass auch die Matrixnorm invariant ist unter solchen orthogonalen Transformationen. Man stellt fest, man kann einfach hier an der Stelle dieses Q ignorieren und sieht, dass die Norm nichts anderes ist als die Identität plus Omega mal die Diagonalmatrix, die man aus der Diagonalisierung von A erhalten kann. Und man weiß auch, dass die Einträge dieser Diagonalmatrix einfach die Eigenwerte von A sind. Und wir können jetzt mit dem vorangegangenen Punkt eben schließen, wenn die Eigenwerte von A echt positiv oder echt negativ sind, dann finden wir ein Omega ungleich 0, sodass wir diese Eigenschaft hier haben und sodass eben unser F eine strikte Kontraktion ist und dann unser Fixpunktverfahren konvergiert. Gut. Das waren jetzt zwei Beispiele, wie man mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes möglicherweise große lineare Gleichungssysteme algorithmisch lösen kann. Und wir werden dann Anwendung des Banachschen Fixpunktsatzes auf nichtlineare Systeme in der nächsten Sitzung sehen. Bis zum nächsten Mal.